Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Gelobt sei Jesus Christus, Donnerstag, 30. Mai 2024 von Leichnam. Schön, dass Sie wieder meinen kleinen Impuls betrachten. Beginnen wir einmal mit dem Titel dieses Festes. Von Leichnam ist ein Name, der aus dem Mittelhochdeutschen übernommen wurde. Fron bedeutete Herr und Lichnam meinte den lebendigen Leib. Also wir spüren schon, wie die Bedeutung dieses Wortes so ganz anders ist als unsere erste Assoziation. Es geht um den lebendigen Leib des Herrn. Bis 1969 wurde das Fest auch im lateinischen Messbuch als Festum Sacratissimi Corporis Christi, also Fest des allerheiligsten Leibes Christi, bezeichnet. Es wurde also hier allein die Gegenwart des Herrn in der Brotsgestalt der Eucharistie hervorgehoben. In der englischen Sprache finden wir noch diese Bezeichnung als Corpus Christi. Oder beispielsweise auch im Polnischen mit Boże Ciało. Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat den Festtitel dann erweitert, sodass er das Sakrament jetzt in seiner Vollgestalt nennt. So heißt es im Messbuch: Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Verglichen mit vielen anderen Festen, die wir im Lauf des Kirchenjahres feiern, ist das von Leichnamsfest relativ jung. Es geht zurück auf die Eucharistiefrömmigkeit frommer Frauenkreise in Brabant, in Flandern oder der Wallonie zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Letztlich war diese Eucharistiefrömmigkeit die Antwort auf ihr Lehren, wie sie Berengar von Tour im 11. Jahrhundert aufstellte und die Realpräsenz, die wirkliche Gegenwart des Herrn in der Eucharistie damit leugnete. Oder auch die Sekte der Katharer, die der Kirche im 12. Jahrhundert durchaus gefährlich werden konnte, leugnete die Realpräsenz. Und so kam es zum innigen Wunsch dieser gläubigen Frauen, die mangelnde Andacht und die Irrlehren nun durch gesteigerte Verehrung der heiligsten Eucharistie außerhalb der heiligen Messe auszugleichen. Die Einführung eines besonderen Sakramentsfestes wurde veranlasst dann durch die Visionen der Julianer von Lüttich im 13. Jahrhundert. Eine ihr erscheinende Mondscheibe wies am Rand einen dunklen Fleck auf, was ihr dahingehend gedeutet wurde, dass der Kirche ein Fest fehle, welches eigens die Gabe der Eucharistie feiert. Aufgrund dieser Vision der Julianer ordnete der Lütticher Bischof Robert 1246 für seine Diözese ein entsprechendes Fest an. Man wollte auch die Menschen in Deutschland dafür begeistern,
aber erste Versuche waren hier wenig erfolgreich. Im Jahr 1261 wurde aber der Lütticher Erzdiakon Jakob Pantaleon dann zum Papst gewählt und nahm den Namen Urban IV. An. Bereits im dritten Jahr seines Pontifikats schrieb er durch die Bulle Transiturus de hoc mundo das neue Fest für die ganze lateinische Kirche vor. Auch hier begründet der Papst die Einführung des Festes mit der Widerlegung der Irrlehrer, mit der Wiedergutmachung mangelnder Ehrfurcht und dankbarer Erinnerung an die Einsetzung der Eucharistie. Und damit wurde von Leichnam das erste Fest, das durch einen Papst per Dekret allgemein in der Kirche eingeführt wurde. Die Annahme erfolgte nur langsam. Papst Johannes der 22. unterstützte die allgemeine Einführung des Festes Anfang des 14. Jahrhunderts noch einmal durch eine weitere päpstliche Bulle. Wir dürfen erkennen, dass die Menschwerdung des Sohnes das große Ereignis in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Mit dem irdischen Leben Jesu ist die Menschwerdung aber noch nicht an ihr Ziel und Ende gekommen. Sie setzt sich fort in den Sakramenten. In der Eucharistie ist Christus für uns zum Brot des Lebens geworden. Er ruft uns zum Fest der offenbar gewordenen Liebe. Im Fronleichnamsfest erlebt die Kirche wieder das Geheimnis des Gründonnerstags. Nun aber im Licht der Auferstehung. Auch der Gründonnerstag kennt seine eucharistische Prozession, mit der die Kirche den Gang Jesu vom Abendmahlsaal zum Ölberg wiederholt. Am Ende der Messe, vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag, wird das Allerheiligste, der Herr Jesus Christus, gegenwärtig im eucharistischen Brot, aus der Kirche an einen anderen besonderen Ort, in eine Kapelle, getragen. In Israel wurde die Nacht des Pascha-Festes im Haus, in der Intimität der Familie gefeiert. Als Gedächtnis des ersten Pascha-Festes in Ägypten, der Nacht, in der das Blut des Pascha-Lammes ausgesprengt auf den Türrahmen der Häuser die Menschen vor dem Tod bewahrte. Nun findet das Geschenk der Eucharistie, eingeleitet im Abendmahlsaal, seine Erfüllung. Jesus gibt seinen Leib und sein Blut wirklich. Die Schwelle des Todes überwindend wird es lebendiges Brot, Manna, unerschöpfliche geistliche Nahrung für alle Jahrhunderte. Sein Fleisch wird Lebensbrot. In der Prozession des Gründonnerstags begleitet die Kirche Jesus zum Ölberg. Es ist lebendiger Wunsch der betenden Kirche, mit Jesus zu wachen, diese Nacht der Auslieferung Jesu nicht der Gleichgültigkeit zu überlassen. In der Feier des Fronleichnamsfestes, da nehmen wir diese Prozession aber in der Freude an der Auferstehung wieder auf. Der Auferstandene geht uns voran. In den Berichten des Ostermorgens gibt es eine allgemeine und wesentliche Eigenschaft. Die Engel sagen, der Auferstandene geht euch nach Galiläa voraus. Hier werden sie ihn sehen, so sagt er. Wenn wir dies betrachten, können wir sagen, dass es eine Richtung andeutet, wenn uns Jesus vorausgeht. Damals ist es Galiläa. In Israel wurde Galiläa wie die Tür in Richtung zur Welt der Heiden betrachtet. Die andere Richtung des Vorangehens erscheint im Evangelium des Johannes, in den Worten von Jesus zu Maria: Magdalena, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Jesus geht uns zum Vater voraus, dass wir zur Höhe dieses Gottes, der uns einlädt, gelangen können. Diese zwei Richtungen des Auferstandenen sind kein Widerspruch, zeigen uns aber die Konsequenz des Christseins an. Ziel unseres Wirkens ist die Gemeinschaft, die Kommunion mit Gott. Der gleiche Gott ist das Haus mit den vielen Wohnungen. Aber wir können bis zu dieser Wohnung nur gehen,
wenn wir nach Galiläa gehen, auf den Straßen dieser Welt und das Evangelium und das Geschenk seiner Liebe zu allen Nationen tragen. Die Prozession des Gründonnerstags begleitet Jesus in seine Einsamkeit, in Richtung zum Kreuz. Die von Leichnamsprozession stattdessen antwortet in symbolischer Weise der Vollmacht des Auferstandenen: Ich gehe euch nach Galiläa voraus. Er ist gegangen bis an die Enden der Welt. Er hat das Evangelium der Welt gebracht, die Eucharistie, den Glauben. Das ist sicher ein inniges Geheimnis. Der Menschensohn hat das Sakrament im Abendmahlsaal eingeleitet, umringt von seiner neuen Familie, von den 12 Aposteln, von einem Vorausbild der Kirche. In der Fronleichnamsprozession begleiten wir den Auferstandenen in Richtung zur gesamten Welt. Und in dieser Handlungsweise antworten wir auch auf seine Vollmacht: Nehmt und esset, nehmt und trinket. Das Geschenk des auferstandenen Herrn kann nicht in der Abbildung des Brotes wie ein einfaches Brotstück gegessen werden. Dieses Brot zu essen heißt, in Verbindung zu stehen, in Kommunion zu sein. Es ist die Kommunion mit der Person des lebendigen Gottes. Diese Kommunion, diese Tätigkeit des Essens ist wirklich eine Begegnung zwischen zwei Personen. Ist Bekenntnis, dass er mein Schöpfer und Erlöser ist. Verehrung und Prozession sind also Teile einer einzigen Geste der Gemeinschaft, der Kommunion. Sie antworten auf Gottes Vollmacht. Sie nahmen und aßen, so heißt es. Wir dürfen den Herrn bitten, dass wir uns mehr und mehr öffnen können, unser ganzes Sein in der Gegenwart Jesu Christi zu verstehen, ihm treu zu folgen, Tag für Tag, auf den Straßen unseres Lebens. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen ein schönes und gesegnetes Fronleichnamsfest. Gelobt sei Jesus Christus.